Jedes Jahr wieder dasselbe Credo auf der Invest. Aktien sind alternativlos. Meint auch mein jetziger Gast Karl-Heinz Geiger von der SVA Vermögensverwaltung hier aus Stuttgart. Herr Geiger, wie alternativlos sind denn Aktien tatsächlich? Alternativlos. Einfach auszudrücken, es geht einfach darum, man bekommt ja keinen Zins mehr mit normalen Papieren, also muss ich Alternativen wählen im Anlagebereich. Und da zählen Aktien mit absoluter Sicherheit zur ersten Wahl, zumal hier die Dividendenrenditen natürlich noch im Verhältnis zu einem Zinspapier enorm sind zum Teil. Und ich bekomme auch auf der anderen Seite natürlich auch Qualität ins Depot, wenn ich mir beispielsweise gute deutsche oder europäische Titel langsam aufbaue. Ich bekomme aber auch ein gewisses Risiko ins Depot, wie wir insbesondere zu Jahresbeginn gesehen haben. Das muss der deutsche Anleger leider lernen. Ja, also es wird Risiko geben, aber ohne Risiko, dass man vielleicht auch etwas dann auch noch kontrollieren kann. Aber ohne gewisses Risiko einzugehen, wird in Zukunft wahrscheinlich keine Zins- oder Ertragssituation für den Anleger mehr sich ergeben können. Anleihen spielen demnach bei Ihnen keine Rolle mehr? Doch, spielen natürlich auch noch eine Rolle, aber die sind im Endeffekt da, damit sie da sind, so ungefähr. Also Zins null, Ergebnis. Das heißt, die Performance muss aus anderen Bereichen kommen, die eben alternativ eben im Aktienbereich oder in, wir gehen auch beispielsweise über Discount-Zertifikate, wo wir eben alternativ Zins generieren in Form von Kursgewinn, weil durch die steuerlichen Änderungen in Deutschland ist das im Endeffekt ja völlig für den Anleger völlig egal, aus welchen Töpfen er am Schluss dann halt seine Performance zieht. Was ist mit Edelmetallen wie beispielsweise Gold? Gehört nach unserem Dafürhalten mit einem gewissen Anteil dazu. Sachwertthema, also wieder im Verhältnis zur Aktie auch. Die Problematik liegt eben beim Gold darin, Sie haben ja im Endeffekt keinen Wertmaßstab. Ist das Gold bei 1.000 Euro richtig bewertet oder bei 3.000, das wissen wir nicht. Aber im Endeffekt, es hat immer seinen Wert gehabt und dadurch eben auch dann für den Anleger im Depot eine gewisse Sicherheit. Karl-Heinz Geiger von der SVA Vermögensverwaltung hier aus Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch.